Fellner. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig. Unparteiisch. Und wirklich kritisch. Fellner. Live. Das Interview des Tages. Ja, willkommen bei Fellner Live an diesem Tag, wo ein Thema natürlich die Nachrichtenlage überschattet, und das ist das Messerattentat auf die Residenz des iranischen Botschafters heute in der Nacht. Ein Soldat hat diesen Messerangreifer dann mit Schüssen niedergestreckt. Der Täter ist auch am Tatort verstorben und bei uns zu Gast. Zu diesem Thema, aber natürlich auch zum Thema, das derzeit, muss man auch sagen, ein bisschen die österreichische Politik beschäftigt, nämlich des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, ist der ehemalige Chef und Leiter des BVT, Gerd René Polly. Grüß Gott. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Polly, ich würde gleich mit dem aktuellen Fall beginnen, und zwar zumindest das, was bisher bekannt ist. Es gab ein Messerattentat in der Nacht auf einen Soldaten. Was wir bisher aus Ermittlerkreisen gehört haben, deutet vieles auf einen islamistischen Hintergrund hin. Es handelt sich um einen österreichischen Staatsbürger mit ägyptischen Wurzeln, der allerdings auch auf seiner Facebook-Seite sehr einschlägige Postings abgegeben hat. Jetzt weiß ich schon, bei den aktuellen Ermittlungen sind Sie logischerweise nicht involviert, aber wie laufen denn Ermittlungen im Regelfall ab in so einem Fall? Wie kann man sich das als Laie vorstellen? Nun, zuerst schaut man sich einmal an, ist das eine ordinäre Kriminalität oder hat das etwas mit Terrorismus zu tun? Wenn die Verdachtslage so ist, dass man sagt, na, es könnte einen terroristischen Hintergrund geben, dann bekommen die Ermittlungen spezielle Behörden zugeteilt. Das ist das Bundesamt für Verfassungsschutz oder die Landesorganisationen, die Landesämter für Verfassungsschutz. In diesem Fall ist Wien zuständig, nämlich das Landesamt für Verfassungsschutz, das die Ermittlungen übernimmt. Aber in der jetzigen Phase, inhaltlich, ist es noch zu früh, um Schlussfolgerungen aus den Geschehnissen zu ziehen. Jetzt wird sehr konkret dann auch das Umfeld durchleuchtet des Täters. Was genau sehen sich die Behörden da an? Nun, wo er lebt beispielsweise, welchen Freundeskreis er hat. Es laufen die Auswertungen von Handys. Man schaut sich Facebook an, andere Social Media, um festzustellen, handelt es sich um eine Person, die radikalisiert? Welchen Stellenwert hat diese Person in der Szene? Ist es ein Einzeltäter? Gibt es Hinweise darauf, dass die IS unter Umständen involviert ist? Welche Auslandskontakte? Und ein Wulst von vielen, vielen Fragen, die also die Ermittler jetzt zu beantworten haben. Zähe und harte Arbeit. Mhm. Jetzt ist das die zweite Messerattacke innerhalb weniger Tage in Wien. Wir erinnern uns, erst letzte Woche gab es eine Messerattacke auf der Praterstraße, die hatte keinen terroristischen Hintergrund. Jetzt eben in der Nacht auf heute wieder eine Messerattacke, wo einiges auf einen islamistischen, terroristischen Hintergrund hindeutet. Wie groß ist denn die Terrorgefahr in Österreich derzeit? Nun, von politischer Seite und selbstverständlich auch von Behördenseite wird das ganz gerne ein bisschen runtergespielt. Aber tatsächlich ist es so, dass die Sicherheitssituation im terroristischen Bereich sich nicht wesentlich von der Sicherheitssituation in Deutschland, in der Schweiz oder vielleicht in Großbritannien unterscheidet. Was aber neu ist bei uns, dass wir mit solchen Vorfällen konfrontiert sind. Man hat über viele, viele Jahre gesagt, naja, wir sind nicht auf einer Insel der Seligen und es ist nur eine Frage des Wanns, wenn wir mit so einem Anschlag zu rechnen haben. Ja, die Sicherheitssituation ist prekär. Das ist ja auch der Grund, warum das Bundesamt für Verfassungsschutz eine eminent wichtige Position in diesem Bereich der Sicherheit hat. Ist Österreich ein Terrorziel, Ihrer Meinung nach? Nein, aber es gibt keinen Grund zur Entwarnung. Es gibt viele Hinweise darauf und es gibt auch ernstzunehmende Analytiker und Behördenleiter, die davon ausgehen, dass Österreich so etwas wie ein Ruheraum wäre. Dafür gibt es keine Indizien. Aber was wir schon haben, wir haben eine sehr starke islamistische Szene, die sich auf ganz bestimmte Großstädte konzentriert.
Wir haben es mit Radikalisierungen zu tun, einzelner Personen. Wir haben es mit Radikalisierungen zu tun innerhalb von Moscheen. Wir haben die Probleme innerhalb der Schulden. Wir haben es mit Salafismus zu tun. Und es sind Themen, die miteinander in Verbindung stehen. Das eine ist das terroristische Thema, das ferngesteuert von außen sein kann. Und das, was wir uns selbst in das Land reingebracht haben, nämlich der riesige Bereich des Flüchtlingsthemas, wo also Sicherheitsüberprüfungen, wie es das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter könnten, in dieser Qualität nicht durchgeführt worden sind. Das heißt, wir haben laufend und aktuelle Zeitbomben, die hier herumlaufen, von denen die Sicherheitsbehörden nichts wissen. Jetzt sagen Sie, es gibt Zeitbomben, von denen die Sicherheitsbehörden nichts wissen. Wie viele sogenannte Gefährder, von denen die Sicherheitsbehörden was wissen, gibt es denn in Österreich? Und wie viele gibt es dann noch neben denen, wo Sie sagen, das sind tickende Zeitbomben, die nirgends aufschlagen und die auch nicht observiert werden? Wenn jemand von den Sicherheitsbehörden als Gefährder ausgewiesen ist, besteht die Gefahr ja nur mittelbar. Bedeutet, die Sicherheitsbehörden wissen sehr genau Bescheid über sein Umfeld, auch über seinen Bewegungsradius. Aber sie können sich vorstellen, dass sie Gefährder nicht rund um die Uhr überwachen können. Da muss es andere Möglichkeiten geben, die Bevölkerung hier zu beruhigen und die Sicherheit wiederherzustellen. Das ist eine sehr, sehr diffizile Angelegenheit. Wie viele solche tickende Zeitbomben, wie Sie es genannt haben, gibt es Ihrer Meinung nach in Österreich? Ich glaube, wenn man die Zeitungen etwas quer liest, ohne dass ich jetzt aus der Schule plaudere, wir haben in Wien allein über 20 Personen, die rund um die Uhr bewacht werden müssten. Das ist ausgeschlossen, es ist sogar technisch ausgeschlossen und ist auch von der einzusetzenden Manpower ausgeschlossen. Das sind Sicherheitsrisiken, mit denen die Sicherheitsbehörden tagtäglich zu tun haben. Das sind Sicherheitsrisiken, die in Form von menschlichen Bomben jederzeit explodieren können. Das, was wir also in den letzten Wochen gesehen haben, aber nicht nur bei uns in Österreich, sondern auch in Deutschland und in Großbritannien, dort liegt die Gefahr. Dort liegt aber auch die Aufgabe der Sicherheitsbehörden, des BVTs und des LVTs, hier entsprechend Aufklärung zu tätigen. Jetzt fragt sich natürlich, sage ich mal, der normale Beobachter, warum werden diese Leute nicht festgenommen? Warum werden die nur observiert, wenn man weiß, dass eine konkrete Gefahr von ihnen ausgeht? Weil es Beurteilungen sind, mit denen die Sicherheitsbehörden hier zu tun haben. Sie können solche Gefährder nur dann festnehmen, wenn sie sich tatsächlich strafbar gemacht haben. Das ist also etwas, was in jedem Rechtssystem genauso ist. Wir haben aber Erfahrungen im Inland und im Ausland, welche Ereignisse eintreten müssen, um aus einem Gefährder tatsächlich eine Gefahr zu machen. Es gibt unterschiedliche Formen von Gefährder, ob das jetzt Prediger sind, die radikalisieren auf der einen Seite, oder Dschihadisten, die zurückgekommen sind oder intendieren, in diese Kriegsregionen zu gehen. Syrien und Irak ist hier diesbezüglich angesprochen. Hier haben die Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit durchaus gute Arbeit geleistet. Eine Vielzahl von potenziellen Dschihadisten wurden also an der Ausreise gehindert. Das sind Erfolge für die Sicherheitsbehörden. Aber es ist die Dunkelziffer, die hier gefährlich ist. Es ist die Dunkelziffer, mit denen die Sicherheitsbehörden nicht umgehen können, weil sie sich schlicht nicht einfach kennen, wo die Leute sind, wer die Leute sind, welche Bewegungsprofile sie haben. Und da meinen Sie, dass das in Wien hier einige untergetaucht sind? Oder? Ich meine das nicht. Das ist Selbstverständlichkeit und das ist ein offenes Geheimnis als solches. Wenn Sie sich anschauen, welche personellen Ressourcen für die Aufklärung, für die Analyse und die Beobachtung zur Verfügung stehen und wenn Sie sich anschauen, wie viele Gefährder wir tatsächlich in Wien haben in der Beurteilung bereits als solches, dann können Sie sich vorstellen, welches Sicherheitsrisiko wir haben und was für große Aufgabe und was für schwierige Aufgabe die Landesämter und das Bundesamt hier hat. Wie kann sich Österreich denn schützen? Weil Beispiel heute, das war eine Messerattacke, Angriff mit einem Messer. Wie kann eine Behörde sozusagen dem vorgreifen oder so etwas verhindern? Oder wie kann der Staat das verhindern? Lassen Sie mich das zweifach beurteilen. Erstens, im Großen lassen sich solche Angriffe auch nicht vorhersehen. Und zweitens werden wir immer damit konfrontiert werden. Wir sind in der Vergangenheit konfrontiert worden und die Dichte nimmt also zu, wie Sie das richtig gesagt haben. Zweitens, in diesem konkreten Fall, das war ja ein Erfolg für das Bundesheer und das war ein Erfolg für die Sicherheitsbehörden, die sehr, sehr eng im Personenschutz, im Schutz der Botschaften zusammenarbeiten. Der Anschlag ist missglückt, der Täter ist tot.
der Wachsoldat als solches hat überlebt. Seine Aufgabe war es, die Botschaft zu schützen. Das hat er ganz, ganz hervorragend gemacht. Also der Soldat hat hier hundertprozentig korrekt gehandelt. Absolut. Jetzt ist ja zuletzt auch viel über das Sicherheitspaket diskutiert worden, Stichwort Überwachung beispielsweise von WhatsApp. Ist das Ihrer Meinung nach der richtige Schritt gewesen, dieses Sicherheitspaket, oder reicht es vielleicht sogar noch nicht weit genug? Ich denke, das Sicherheitspaket ist von einer Qualität noch hinter dem, was zum Beispiel Deutschland oder Großbritannien hat. Auf der anderen Seite haben wir keine so ausgeprägte Gefährdungslage. Es ist wesentlich darzustellen, dass es nicht um die Massenüberwachung geht. Aber die Sicherheitsbehörden müssen in der Lage sein, bei entsprechenden Verdachtsmomenten jene Möglichkeit zu haben, den Täter beurteilen zu können. Vielleicht sogar eine Straftat weit im Vorfeld zu verhindern. Und hier ist die Balance zu wahren zwischen Datenschutz auf der einen Seite und der Fähigkeit der Sicherheitsbehörde, hier nachzuhaken. Ich glaube, das Sicherheitspaket ist ein Schritt in die richtige Richtung. Jetzt muss man sagen, platzt diese Geschichte, die da heute passiert ist, ja in eine Affäre, die uns die letzten Tage beschäftigt hat, rund um das Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Wie gefährlich ist denn Ihrer Meinung nach die derzeitige Situation, in der sich das BVT befindet, für die Sicherheit Österreichs? Die Situation mit der Messerattacke zeigt ja sehr, sehr deutlich, was für eine eminent wichtige Position das Bundesamt im Bereich der Terrorismusbekämpfung, aber auch in anderen Bereichen auch tatsächlich hat. Jede Disharmonie, darf ich das vielleicht so sagen, wirkt sich unmittelbar aus auf die Motivation dieser Leute, wirkt sich unmittelbar aus auf die Reputation dieser Behörde und lähmt sie. Das ist die eigentliche Gefährdung, mit der wir es zu tun haben. Ich würde mir nicht wünschen, dass verdiente Mitarbeiter, engagierte Mitarbeiter jetzt einen Schritt zurückgehen aufgrund dieser Affäre und nicht ihre beste Leistung an den Tag bringen. Schon deshalb, weil die Gefährdung als solches immer größer wird. Ja, diese Affäre hat das Bundesamt für Verfassungsschutz diskreditiert. Ja. Ja, wir haben ein Sicherheitsrisiko aufgrund erodierender Strukturen. Ja, es ist unmittelbare Aktivität gefordert, diese Struktur wieder in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Ist die Behörde Ihrer Meinung nach derzeit voll handlungsfähig oder ist sie gelähmt? Ich glaube, es ist nicht voll handlungsfähig. Schon deshalb, weil es sehr viele Festnahmen gegeben hat. Auch die Staatsanwaltschaft, die also die Unterlagen sichtet und beurteilt, ob es zu Anklageerhebungen kommt oder nicht. Und auch der Umstand, dass dieses Bundesamt permanent in den Medien ist, tut der Reputation nicht gut. Es ist vor allem die Fähigkeit, mit ausländischen Nachrichtendiensten und der Sicherheitsbehörden auf einer vertrauensvollen Basis zusammenzuarbeiten. Wenn Sie heute Material beschlagnahmen in einer Sicherheitsbehörde, die so sensible Informationen hat, dann können Sie auch davon ausgehen, dass diese so sensiblen Informationen die Öffentlichkeit erreicht. Das ist ein Desaster in der Außenwirkung. Was steckt denn dahinter jetzt, hinter dieser BVT-Affäre? Ist es wirklich eine politische Intrige Ihrer Meinung nach? Schauen Sie, jede Affäre ist immer eine politische Intrige in Österreich, schon deshalb, weil es die Opposition sofort aufgreift. Das ist ja Munition für die Opposition. Der Punkt ist allerdings der, ich glaube nicht, dass dieses Sicherheitsthema sich besonders eignet für politische Spielchen. Ich glaube, dass dieses Sicherheitsproblem politisch gelöst wird und strukturell gelöst werden muss, und zwar sehr, sehr rasch. Aber geht es hier um eine Umfärbung einer Behörde, wie es ja zuletzt auch kolportiert wurde? Ja, wir hören immer, wenn ein neuer Minister kommt, dass es um Umfärbungen geht. Ich sehe das überhaupt nicht so. Was hier gefordert ist, ist ein Mehr an Qualität in einer Organisation, die diese Qualität über Jahre hindurch in dieser Form nie gehabt hat. Das BVD von einer ursprünglichen Polizeibehörde in Richtung eines Nachrichtendienstes zu bringen, bedarf einer personellen und materiellen Qualität, wie wir das in der Vergangenheit nicht gehabt haben. Dass das mit neuen Personen in Verbindung zu bringen liegt auf der Hand. Es geht überhaupt nicht um diese Umfällen. Qualität sehen Sie bei der derzeitigen Führungsriege dort nicht? Ich möchte mich dazu nicht äußern. Okay, aber der derzeitige BVD-Chef Gretling ist Ihrer Meinung nach nicht geeignet, das BVD weiterzuführen? Im Gegenteil, ich glaube, der Herr Direktor Gretling hat eine ganz ausgezeichnete Arbeit gemacht.
Ich weiß aber auch, dass es in dieser Position in den letzten Jahren nicht einfach gehabt hat. Jetzt fordert die Opposition, Sie haben es vorher schon angesprochen, einen Urausschuss. Wie stehen Sie dem gegenüber? Das wäre das Ende des BVTs. Warum? Vertrauensverlust im Inland und im Ausland und Erodierung nach innen hin innerhalb der Organisationsstruktur. Ich glaube, dann haben wir ja nicht nur eine paralysierte Organisation, dann schauen wir dem Ende entgegen. Und das mit erheblichen Sicherheitsrisiken für diese Organisation und auch für die Ressortleitung. Sie sind der Meinung, dass die Opposition da ein bisschen mit dem Feuer spielt, sicherheitspolitisch? Ich glaube, dass die Opposition hier über das Ziel hinaus schießt. Ich glaube, dass die Opposition sich an den Tisch setzen muss, um Lösungen zu finden. Und wir müssen davon wegkommen, über Themen wie Terrorismusbekämpfung, ob in der Opposition oder außerhalb der Opposition, politisches Kleingeld zu machen. Das ist nicht das Thema. Es geht um die Sicherheit Österreichs. Es geht auch um die Sicherheit der bevorstehenden EU-Präsidentschaft, wo das BVD eine ganz, ganz zentrale Rolle spielt. Wie soll diese Affäre Ihrer Meinung nach dann aufgeklärt werden, wenn es nicht in einem parlamentarischen Urausschuss erfolgt? Schauen Sie, ich kann mich in den letzten Jahren an keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss erinnern, der irgendetwas gebracht hätte aus einer Menge Überstunden und Kopierarbeit. Untersuchungsausschuss bedeutet ja auch, dass also Tonnen von Papieren von Behörden in das Parlament wandern. Da haben wir unmittelbar sofort das Sicherheitsproblem. Das hatten wir in der Vergangenheit auch und das würde diesmal genauso sein. Unter dem Strich finde ich einen Untersuchungsausschuss zum jetzigen Zeitpunkt äußerst kontraproduktiv, zumal die Opposition oder Teile der Opposition ja auch über viele Jahre in der Verantwortung waren. Ich glaube, dieses Problem muss rasch und gemeinsam mit der Opposition gelöst werden. Aber ich bin kein Politiker, ich bin nicht einmal Angehöriger des BVTs, das ist nur meine Meinung dazu, aus der Perspektive eines Sicherheitsexperten. Sie sind immerhin ehemaliger BVT-Chef und als solcher werden Sie jetzt auch wieder als Favorit genannt für den Posten des Direktors, also sprich, sollte der jetzige Direktor Gredling abberufen werden oder sein Vertrag nicht verlängert werden, um genau zu sein, würden Sie für diese Position zur Verfügung stehen? Nein, dezidiert nein, ich habe andere Pläne. Also Sie schließen aus, ins BVD zurückzuwechseln? Korrekt. Okay, gut, das ist eine Ansage hier zum Schluss. Herr Polli, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause und dann sind wir gleich zurück.